Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Road to Elite auf meinem Kanal. Und heute darf ich euch herzlich begrüßen zu den Weekend League Rewards. Ja, Freunde, ich bin richtig hyped, das Ganze heute auf dem PS5 Upgrade. Also wir spielen jetzt mit der offiziellen PlayStation 5 Version von FIFA 21. Das heißt quasi, sieht hier alles im Menü ein bisschen anders aus. Es läuft alles hoffentlich ein bisschen schneller. Soweit, so gut. Wie es dann im Spiel ist, werden wir dann, denke ich, in der Weekend League besonders sehen. So, Freunde, kleiner Einspieler. Ihr habt natürlich auch dieses Wochenende wieder die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und zwar wieder einen 10€ PSN, Xbox oder PC-Gutschein. Was ihr dafür tun müsst, ist zum einen Abonnent des Kanals sein, zweites Kommentar schreiben mit eurem Instagram. Automatisch seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Das Ganze läuft bis Montag um 23.59 Uhr und wird dann am Dienstag gegen Nachmittag wieder ausgelost. Also viel Glück an alle, die mitmachen, und jetzt ab mit dem Video. So, wir verlieren dann auch keine lange Zeit, holen uns erstmal die Division Rivals Rewards ab. Da werde ich die Packs nehmen. Wie gesagt, ich hoffe vielleicht auf irgendwen guten zu ziehen. Gestern hatten wir die Icon-SPC im Stream gemacht, die lief ja mehr oder weniger gut. So, dann holen wir jetzt auch noch die Food Champions Belohnung ab. Gold 1 sind wir gekommen, letztes Wochenende wäre es auch gut und gerne möglich gewesen, in die Elite reinzukommen. Aber leider, letzten drei Spiele wurden es nicht. Und ja, Freunde, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Würde mich an der Stelle freuen, wenn ihr deshalb trotzdem ein Like, Abo, Kommentar oder sonst was da lassen würdet, dass ich mich hier hinsetze für euch und trotzdem dieses Video drehe. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, verlieren wir keine lange Zeit und gehen rein in die Player Picks. Ich würde mich tierisch über einen Rafinha und einen Griezmann freuen. Der Rest sieht ja nicht so geil aus. Das ist jetzt ja dieses Wochenende nicht so das geile Team of the Week. Von daher verlieren wir keine lange Zeit. Ich habe keine großen Hoffnungen und wir gehen einfach rein in diese Packs. Okay, Toko Nkambi sieht sogar ganz nice aus. So, ich denke, ich gehe auch trotzdem mit Pacheco, wie auch immer ausgesprochen wird, einfach fürs Rating. Und dann gehen wir rein in den zweiten Player Pick. Wie gesagt, keine großen Erwartungen. Ja, und die wurden auch bestätigt. Wir gehen mit Fabian fürs Rating. So, daran hatte ich sowieso nicht die großen Hoffnungen, aber jetzt auf die Weekend League Rewards. Auf die freue ich mich auf jeden Fall. Wir haben 200k-Sets, ein seltenes Megapack, Prime gemischtes Spielerset und zwei Jumbo Gold Packs. Und wir starten auch erstmal rein mit den Jumbo Gold Packs und am Ende kommen dann die beiden 100k-Packs. Da hoffe ich ja auf irgendwie einen saftigen Walkout, das wäre ganz geil. Oh, neue Pack-Animation. Das sah ein bisschen anders aus, ne? Nehmen wir alles mit, Rest stoßen wir ab. Und jetzt muss ich nochmal auf die Pack-Animation gucken. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal auf die Pack-Animation gucken. Ich meine, die Türen öffnen sich ein Tick anders und es sieht... Ja, das ist doch anders, oder nicht? Ja, ist doch ganz geil, würde ich sagen. Sieht ganz fresh aus. Aus den ersten beiden Packs bis jetzt nur Schmutz gezogen. So, dann kommen wir jetzt zum Prime-gemischten Spieler-Set. Also das erste etwas größere Set, Freunde. Was heißt größeres Set? So groß ist es jetzt nicht. Aber egal, und das Ganze... War das jetzt ein Board? Nein, auch nicht. Okay, wir ziehen Kimpembe. So, Freunde, wir gehen zum ersten richtig großen Pack. Über das seltene Mega-Pack. Verlieren keine lange Zeit, ich gehe rein. Und ja, Freunde, ich hoffe einfach auf einen saftigen Walkout, vielleicht eine richtig geile Karte hier, die wir ziehen können. Nein, okay, es wird hier kein Walkout und das sieht auch nach keinem Board. Doch, das ist jetzt ein Board, okay. Das ist Tadic. Dahinter noch João Moutinho, 83er, den man immer gerne mitnimmt. Und Freunde, dann gehen wir jetzt über zu den 100k-Packs. Lohnt es sich für Gold 1 geschützt zu haben, das erfahren wir jetzt. Ich hoffe, ach, bitte, ey, irgendwas Gutes, irgendwas Saftiges, irgendwas, worüber ich mich freuen kann, irgendwas, was mein Konto wieder ein bisschen aufstockt nach der Icon-SPC gestern. Okay, hier ist schon mal kein Walkout, das ist schon mal Aua. Brasilien, ZOM. Oh Gott, wir ziehen Oscar. Haben wir im Stream noch als Rulebreaker gezogen, jetzt ziehen wir eine als normale Karte, 83er. Okay. Was ein beschissenes 100k-Pack. Den Rest stoßen wir ab und gehen dann über zum letzten 100k-Pack, Freunde. Bitte, ey. Walkout wäre richtig schön. Walkout wäre was Tolles. Nein. Digga. Will EA mich eigentlich ficken oder was? Was sind denn das jetzt schon wieder für beschissene Rewards? Wir ziehen schon wieder ein 83er. Nicht mal ein 85er ist drin. Digga, was ist denn das für eine Scheiße hier? Das kannst doch keinem erzählen. Dahinter noch Dembélé, der ist wahrscheinlich, ja gut, der ist noch seine 10k wert. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Das war aber mal richtig Schmutz. Das hat sich ja gar nicht gelohnt, in Gold 1 reinzuschwitzen. Na gut, Freunde, das soll es dann fürs heutige Video auch wieder gewesen sein. Waren auf jeden Fall wieder Baba Rewards. Schmutz. Einfach nur Schmutz. EA will mich, glaube ich, komplett verarschen. Wofür schwitzt man denn Gold 1? Naja, Freunde, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like, Kommentar oder ein Abo auf dem Kanal oder auf das Video da lassen würdet. Würde mich freuen. In dem Sinne, wieder schauen, reingehauen, haut rein.